Bewegt. Zuhören, entscheiden, handeln. Unterwegs für Nordrhein-Westfalen. Heute, wir haben einen Koalitionsvertrag. Das war unser Anspruch. Weniger Bevormundung, weniger ideologische Experimente, eigentlich gar keine ideologischen Experimente mehr, sondern mehr pragmatische Lösungen. Keine Überhöhung von Politik, sondern Lösung der tatsächlichen Probleme, die die Menschen bewegen. Der Wahlsieg am 14. Mai. Schnelle Sondierungsgespräche, 7 große Verhandlungsrunden, konzentriertes, effizientes Arbeiten gemeinsam mit der FDP NRW. Armin Laschet kann heute zufrieden sein, denn der Vertrag der Nordrhein-Westfalen-Koalition steht. Wir wollen versöhnen Ökologie und Ökonomie und das in ein neues Gleichgewicht bringen. Wir wollen Sicherheit und Freiheit in ein gutes Verhältnis miteinander bringen. Wir haben städtische Räume, Großstädte, eine Millionenstadt, aber wir haben auch ländliche Regionen. Auch das muss miteinander versöhnt werden. Und wir sind ein Land unterschiedlicher Kulturen, Konfessionen und auch Religionen. Und auch diese Vielfalt soll sich in der Landeswirklichkeit, in der Lebenswirklichkeit der Menschen widerspiegeln. Nach nur 3,5 Wochen der intensiven Verhandlungen ist es Armin Laschet und seiner Mannschaft gelungen, sich in allen Bereichen mit der FDP zu einigen. Wichtige Punkte in den Bereichen innere Sicherheit, Wirtschaft, Bildung konnte er ebenfalls setzen. Die Ergebnisse festgehalten auf über 100 Seiten. Diese Aufbruchsstimmung wollen wir nutzen nun für einen neuen Anfang, für eine Aufholjagd in Nordrhein-Westfalen. Wir haben deshalb schon vor dem Wahltag gesagt, wir brauchen eine zügige Regierungsbildung, damit die Aufholjagd beginnen kann. Und daran haben wir uns gehalten. Jetzt geht dieser Vertrag bei der FDP an die Mitglieder. Und bei der CDU Nordrhein-Westfalen wird es am 24. Juni einen Landesparteitag geben, auf dem Armin Laschet den Vertrag mit den Delegierten aus ganz Nordrhein-Westfalen abstimmt. Bis dahin steht der Vertrag zur Einsicht auf unserer Internetseite www.cdu.nrw. Der nächste Schritt, Nordrhein-Westfalen zurück auf die Spitzenplätze der deutschen Bundesländer zu bringen.